Disney. Game Loft. Es war einmal eine Traumwelt, in der vertraute Freunde von den heldenhaftesten bis zu den bösesten in Harmonie zusammenlebten. Im Laufe der Zeit setzte jedoch das Vergessen ein und die Welt wurde in die Dunkelheit gestürzt, bis du aufgetaucht bist. Du hast die Macht, es wieder zu etwas Besonderem zu machen. Mit deiner Hilfe kann diese Traumwelt sich wieder zu etwas Magischem entwickeln. Dies ist ein Ort, an dem du keine Sorgen haben wirst. Wo du dir wünschen wirst, die Zeit könnte stehen bleiben. Wo du mit jedem Freundschaft schließen und deiner Leidenschaft folgen kannst. Ein Ort, an dem du dich wie zu Hause fühlen kannst. Dies ist ein Ort, an dem es jeden Tag ein neues Abenteuer gibt. Dies ist Dreamlight Valley. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play, einem Spiel, wo ich die ganze Zeit schon drauf gewartet habe, dass es endlich mal ein bisschen günstiger wird und dass ich es mir holen kann, und zwar Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe jetzt endlich meine ganzen Let's Plays hinter mir, Horror, Action, alles soweit abgeschlossen und jetzt kann ich mich endlich um ein richtig, hoffentlich richtig süßes Let's Play kümmern. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. So, da haben wir jetzt mehrere Vorgaben, die wir wählen können. Du kannst diesen Avatar im nächsten Schritt bearbeiten. Das wäre gut. Die sehen alle so ein bisschen, das ist doch irgendwie die böse Hexe von irgendwas. Ich kann mich dran erinnern. Ich kann mich nur gerade nicht dran erinnern, von wo. Das sieht aus wie eine Mischung aus Elsa und Barbie. Ich weiß nicht, das Gesicht sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Die Haare, die würden jetzt allerdings ganz gut passen, weil die sehr lang sind. Hier waren die, glaube ich, kurz, ne? Ja, die sind so kurz gemacht. Ich hoffe, man kann auch das Gesicht tatsächlich verändern. Was ist mit der hier? Gut, die ist halt zu dunkelhäutig für mich. Wir machen einfach mal bereit. So, die Augen sehen eigentlich ganz gut aus, sind aber nicht meine Augenfarbe. Dementsprechend, ich hätte gerne eine andere Augenfarbe. Was ist das denn hier? Augen? Ist das? Nee, das ist der Lidschatten, meine ich nämlich. Das ist die falsche. Das sind. Nee, das ist über den Augen. Das ist um die Augen rum. Ah, okay. Steht ja auch Farbe des Lidschatten drüber. Farbe der Augen. Ah, hier können wir braun einstellen. Sehr schön. Dann mal gucken. Die sieht so ein bisschen aufgeweckt aus. Die sieht irgendwie blöd aus. Aber das ist eigentlich ganz nett. Das lasse ich mal. Dann nehmen wir schwarzen Lidschatten. Kennt er anscheinend nicht. Keine Ahnung. 50% transparent. Ah, doch. Ja, machen wir mal 80%. So. Lidschatten. Da können wir jetzt auswählen. Ah, genau. Weil ich will das natürlich nicht drumherum haben. Sondern normal. Das ist ein bisschen höher. Das sieht nicht so schlecht aus. Können wir das ein bisschen drehen, ja? Wie kriege ich denn den Leberfleck weg? Das sieht ja mal richtig. So, Augenbrauen. Die müssten natürlich dementsprechend auch ein bisschen dunkler sein. Wobei das jetzt ein bisschen sehr dunkel wirkt, finde ich. So. Ich muss mal gucken, wenn das natürlich zu lange dauert. Transparenz 100. Dann werde ich mir selber etwas buchen. Hallo? Nein, nein, du sollst hier oben reinzoomen. Danke.
Kacke. Du bist aber irgendwie nicht so richtig am Zoom. Du bist komplett daneben. So, das ist eigentlich okay. Ich weiß gar nicht. Ach, die haben wir jetzt hier. Die anderen sind ein bisschen dicker. Ja, das sind eher meine Augenbrauen. Ich habe die nicht so mega dünn. Ah. Die sind hier vorne so lang. Das sieht so komisch aus. Also die sehen alle irgendwie ein bisschen seltsam aus. Aber ich glaube, das ist so das kleinere Übel, was wir nehmen können. Die Nase, ja, mein Gott, eine normale Nase wäre halt schön. Ich habe keine spitze Nase. Das dürfte ungefähr. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Der Mund, sie lächelt jetzt die ganze Zeit. Da hat sie den Mund zu. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht, naja, nicht so natürlich aus. Das sieht sehr schmal aus. Dumm, dumm, wenn man die so hintereinander macht. Das sieht schon etwas seltsam aus. Nee, das waren, glaube ich, die am natürlichsten aussahen. Farbe vom Lippenstift. Den nehmen wir entweder dunkler oder ganz schwarz. Können wir gar nicht so richtig schwarz nehmen. Das ist die Mitte. Also es ist etwas seltsam. Wir machen jetzt hier alles in schwarz und kriegen alles irgendwie in dunkelrot. Das ist so ein bisschen... Oder liegt das an der Transparenz? Ah, okay. Okay, machen wir da auch mal 80%. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das sieht nicht so typisch nett heldenmäßig aus, aber es sieht ganz cool aus. Ach so, das geht hier... Das ist dann so ein bisschen leuchtender Effekt. Das ist mehr matt. Das ist alles mehr oder weniger gleich. Also im Prinzip haben wir nur einen Unterschied zwischen matt und ein bisschen glänzend. Lassen wir das mal so hier drin. So, dann den Kiefer. Ich hoffe, man kann dieses Rot an den Seiten noch wegmachen, weil das finde ich echt schrecklich. Das ist normaler. Das ist ein bisschen rundlicher, aber sieht irgendwie natürlicher aus. Das sieht eigentlich natürlich, ne? Sieht so ein bisschen... Was mit dem... Sieht so ein bisschen natürlicher auf jeden Fall aus. So, Rouge. Ich möchte bitte gar kein Rouge. Ich, nee. Das ist ganz dunkel, transparent auf hell. Das ist auch irgendwie auf hell, keine Ahnung. Wenn ich das jetzt schwarz machen würde, das würde sowieso keinem auffallen. Also das ist das hier oben, okay. Ich mache das jetzt mal ganz hell, damit es einigermaßen natürlich aussieht. Ich habe keine Ahnung. Es sieht ehrlich gesagt sehr schlimm aus. Ach, das sind Sommersprossen, oder? Ich habe keine Ahnung. Sommersprossen raus, wenn es geht. Kann man nicht so richtig einstellen. Muttermale möchte ich nicht. Das können wir rausnehmen. Okay. Okay, wenigstens etwas. Dann Frisur. Ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Farbe 1, Farbe 2. Ah, cool. Das müssen wir jetzt erstmal drehen. Frisurfarbe. Passen wir uns natürlich auf meine Farbe an. Also das ist jetzt nicht meine Haarfarbe leider im Moment. Ich darf ja nicht mehr färben offiziell, aber ich finde es immer noch geil von der Farbe her. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht doch wieder färbe. Das ist jetzt fast die gleiche Farbe. Kann die einfach mal stehen bleiben? Das wäre dunkler. Das wäre jetzt so lila. Das wäre auch nicht schlecht, wenn das so ein bisschen zweifarbig ist. Wobei, so richtig fällt es nicht auf, aber dunkler kann man es auch nicht machen. Man kann... Welche Haare haben wir denn jetzt gerade? Wir sind hier unten. Man kann ansonsten noch die Haare offen machen. Ja, wenn du mal ein bisschen stehen bleiben würdest, dann könnte ich besser gucken. Das war wie eben. Das ist mit Pony. Das passt ja so gar nicht zu mir. Ich habe nämlich gar keinen Pony. Das sieht ja mal cool aus. Achso, das sind Rasterlocken. Schade. Wenn das keine Rasterlocken wären, dann sehe es mal richtig cool aus. Das sind die, die ich... Ja, ich wollte auch sagen, dass ich die lasse. Ich gucke mir die nochmal kurz an. Das sieht auch nicht schlecht aus. Okay, aber wir, das sind auf jeden Fall jetzt die normalen Haare.
So, dann sind wir fast schon durch. Da können wir noch mal ein bisschen näher ranzoomen. Die Farbe, das ist ein bisschen heller. Das ist fleckig. Okay, da hat jemand so lange in der Sonne gelegen. Nee, dann würde ich sagen, lassen wir das. Es ist sehr rötlich irgendwie, aber es ist auf jeden Fall besser. Dann kann man das. Ach so, männlich, weiblich, okay. Wir sehen jetzt normal aus von der Körperfigur her. Gibt es auch noch mal in etwas dicker. Aber ich meine, man macht sich ja immer einen schönen Avatar, ne? So ganz schmal, das sieht richtig scheiße aus. Also man macht sich einen schönen Avatar, deswegen. Das lassen wir so. Mich irritiert es nur, ehrlich gesagt, dass die Brüste so klein sind im Vergleich. Also sieht irgendwie sehr schmal aus da oben. Gesichtsbemalung. Farbe rot. Was ist das? Nichts, was wir hier sehen. Okay. Ach so, das sind hier unten die. Ah. Okay. Nee, da wollen wir natürlich nichts von haben. Vor allen Dingen ist das sehr wenig. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man das später vielleicht nochmal verbessern kann. Jetzt können wir. Das sind jetzt nur Bärte. Ach so, ich dachte, da wäre noch was anderes. Ja, dann können wir bereit machen. Hat jetzt lang genug gedauert. Dann mein Name, wie immer, Gameplayerin. Diesmal darf ich ihn noch ganz ausschreiben. Gameloft Presents. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende, denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Disney's Dreamlight Valley. Okay, also es scheint doch nicht ganz vertont zu sein. Sehr, sehr, sehr schade. Ich habe mich jetzt schon drauf gefreut. Was ist das? Ist meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Natürlich bin ich echt. Ich weiß nicht, bist du es? Was für eine Frage. Natürlich bin ich echt. Hier kann man nie sicher sein. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Willkommen im Dreamlight Valley, meine Liebe. Dreamlight Valley? Dieser Ort ist irgendwie gruselig, ja. Also im Moment sieht es hier sehr gruselig aus. Dieser Ort ist doch nicht gefährlich, oder? Nun, es stimmt, dass das Tal im Vergleich zu früher ein trauriger Anblick ist, aber du hast nichts zu befürchten. Es gab einmal eine Zeit, da konnte man kein anderes Reich finden, das so viel Magie und Wunder enthielt. Oh, aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich kenne dich. Du bist Merlin. Es ist so seltsam. Ich habe das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer, richtig? Aber ich. Nun, ja. Aber nicht irgendein Zauberer. Ich bin ein Wahrsager. Ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun geklärt ist, stellt sich noch die Frage, wer du bist. Ich? Ich bin Gameplayerin.
Gameplayerin, hm? Nun, der einzige Weg ins Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Magie? Ich habe niemals. Ich weiß nicht. Oh ja, tolle Magie. Ich habe einfach die Augen geschlossen und schlief ein. Plötzlich war ich hier. Magie hatte nichts damit zu tun. Ganz im Gegenteil. Magie hat alles damit zu tun. Hey. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Wie kann ich helfen? Aha, dieser Geist der Freundschaft ist genau das, was Dreamlight Valley braucht. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war. Ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft. Wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Wir müssen. Wir müssen. Es tut mir leid. Ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen? Ah ja, das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Das Dreamlight Valley war einst ein Ort voller glücklicher Dorfbewohner. Das Leben war schön, dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und unsere Erinnerungen begannen zu verblassen und Dreamlight Valley... Hallo! Wir haben unser Bestes getan, um die Erinnerung an ein früheres Leben zu bewahren. Geht's noch schneller? Da ich die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Über die vermisste Herrscherin. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen, genau. Erzähl mir mehr über das Vergessen. Ja, natürlich. Mal sehen. Nun, als unsere Herrscherin ging, wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdornen das Dorf und bereiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Je mehr Nachtdornen auftauchten, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Gesichter all der Freunde erinnern, die ich verloren habe. Oder an die Namen all der Zaubersprüche, die in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdornen loswerden... wird die Magie stärker... Alles halt, ne? Werden deine Erinnerungen zurückkommen? Die Nachtdornen loswerden. Das ist ein interessanter Gedanke. Erzähl mir mehr über die vermisste Herrscherin. Nun ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserer Herrscherin. Sie wachte über das Dorf und beschützte uns einst vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten. Auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unsere Herrscherin einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, wegen des Vergessens. Eure Herrscherin ist einfach abgehauen? Hat das Vergessen die Herrscherin dazu gebracht? Es muss einen Grund dafür geben. Vielleicht musste eure Herrscherin gehen. Möglicherweise hatte sie keine andere Wahl. Oh, unsere Herrscherin war freundlich und sehr edel. Es muss einen guten Grund gegeben haben, warum sie gegangen ist. Obwohl ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was es war. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Hey. Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. So, bewegen ganz normal, mit der Maus umsehen. Klicke mit der linken Maustaste oder benutze E, um mit deiner Umgebung zu interagieren. Also alles ganz normal. Aufgabe gestartet. Willkommen im Dreamlight Valley. Ich schaue allerdings mal eben, weil es ist wahnsinnig laut, dass ich den Sound mal ein bisschen leiser stelle. Kleinen Moment. So, ich habe es mal ein bisschen leiser gestellt.
Ich hoffe, dass man jetzt noch alles hört, weil ich habe es auf die Hälfte ungefähr gestellt und da war es irgendwie immer noch viel zu laut. Mit L kann ich die Aufgaben angucken. Clever wie ich bin, sollte ich mir das vielleicht aufschreiben, weil ich das sonst wieder vergesse. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das so generell nochmal sehen. Also, Storyaufgaben, willkommen im Dreamlab Dwelly. Versuche das Haus zu betreten. Die Belohnung können wir ansehen und von der Liste entfernen. Das ist schön. Hier sind übrigens die Einstellungen. Kann man auch mit Escape rauf. Sammlung, was wir alles bekommen. Wir haben hier eine Karte. Oh, da sehen wir schon die ersten Leute hier in der Umgebung. Und Dreamlight. Entferne kleine Dornen. Ernte Pilze. Achso, da kriegen wir hier diese Punkte für. Ja, cool. Oh. Wenn wir jetzt nochmal mit ihm reden. Die Dinge. Nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Gameplayerin. Immer? Ich bin doch gerade erst da. Entschuldigung, ich kann jetzt gerade nicht reden. Ich muss versuchen, das Haus zu betreten. So. Oh, ich laufe direkt. Ich kann nicht. Ich habe in meinen Aufzeichnungen nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdorn kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscherin begann, das Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinger entfernen. Nur jemand, der die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Und ich weiß genau, dass du dieser jemand bist, Gameplayerin. Bis gerade kannte er mich ja noch gar nicht mal. Ja, natürlich. Warum sollte ich sonst hier sein? Dann lass dich von mir nicht aufhalten. Konzentriere deine Gedanken auf die Nachtdorn. Das klingt einfach. Jo. Vielleicht ist es das oder vielleicht ist es das Schwierigste, was du je getan hast. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Spüre die Magie in dir und sage das Zauberwort. Abracadabra? Hikitus Bigitus? Das war, glaube ich, so ein Original, oder? Bibidi Babidi Busch. Nee, Bibidi Babidi Busch? Das war doch von der Hexe, oder? Hikitus Bigitus war doch seins, oder? Ich nehme jetzt mal Bibidi Babidi Busch. Ah, die Zauberworte der guten Fee. Eine weise Wahl. Ich dachte, es wäre eine Hexe, aber okay. Wie er sich freut. Ah, du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Macht der Dreamlight-Magie zunutze machen kannst, Gameplayerin. Nun denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Okay. Oha. Naja. Verlegen seinen Blick gerade. Oh je. Die Nachtdorn haben sich auch einen Weg ins Haus gebahnt. Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind. Alles okay mit dir? Das muss an den Nachtdornen liegen. Ganz genau. In der Nähe so vieler von ihnen zu sein, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal, Gameplayerin. Biggidi Buggidi Boo oder sowas. Entferne die Nachtdornen. Moment, entfernen da. Und da auch. Okay, das war jetzt keine Nachtdorne, aber das können wir auch entfernen. So. Den Dreck auch. Zack. Und das. Das entfernen wir nicht. Das sammeln wir anscheinend auf. Keine Ahnung, was das gerade war. Hallo? Ich habe ein Foto aufgesammelt. Oder? Ach, das ist eine Erinnerung. Ah. Aber das sind nur Bilder. Also die kann man jetzt nur anklicken. Okay. Ja, cool. Wo ist er hin? Da. Bleibst du hier? Lager öffnen. Kleidungsbeutel. Ein schwerer Sack, der verschiedene Kleidungsbeutel enthält. Okay. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Das war jetzt unheimlich. Die ganze Zeit hat er nicht mit mir geredet. Kohle ist notwendig, um einen Ofen warm zu halten. Okay. Ich sag mal, Kleidung ist ja nicht so wichtig. Kohle? Keine Ahnung. Lassen wir erstmal drin.
Ist das sein Haus oder, oder sollte ich lieber... Moment, wenn das natürlich jetzt sein Haus ist, sollte ich die Sachen lieber vielleicht doch nicht da rein tun. Da bist du ja. Du meine Güte, die leuchtende Kugel, die du aus dem Nachtdorn gezogen hast, ist eine Erinnerung. Ich? Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Maus und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Ich will das Traumschloss sehen. Nein, lass es uns herausfinden. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war, aber... Moment, da ist doch etwas, woran ich mich erinnere. Als uns unsere Herrscherin verließ, die herrschaftlichen Geräte, da ist irgendwas mit passiert. Wir müssen sie finden, schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte? Wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht mehr mächtige Magie lernen. Das Rätsel um das Vergessen lösen. Ich sag mal, dem Teil helfen. Du hast ein reines Herz, Gameplayerin. Nur wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir aus diesem verfluchten Schlamassel heraus. Zunächst müssten wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Wenn ich es mir recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdornen den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuch du es, Gameplayerin. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen. Verstanden. Sonst noch was? Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Vor allen Dingen herrschaftliche Geräte. Die Schaufel, die Gießkanne und die Angelrute. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Natürlich. Prächtig. Dann soll dieses Haus dein Zuhause sein. Ach so, doch. Du brauchst einen sicheren Ort im Tal, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Es hat so viel Potenzial. Oder es ist so klein und verwahrlost. Aber es hat so viel Potenzial. Ja. Das ist die richtige Einstellung. So wie ein geflüstertes Wort große Magie hervorrufen kann, so birgt dieses Haus viel Potenzial. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass die Herrscherin des Dreamlight Valley einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Eine Truhe. Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Ha, hervorragend. Hervorragend, genau. Öffne das Aufgabenmenü mit L. Da waren wir eben schon drin. Okay. Willkommen im Dreamlight Valley. Das haben wir vollständig. Gut. Dann würde ich sagen, dann können wir das vielleicht mit... Ja, mit rechts können wir es direkt reinmachen. Sehr schön. Ein Bündel an Waren. Das übertrage ich mal. Kann man denn irgendwie... Ah, mit I kann man das... Das Inventar. Aber das Inventar aus der Truhe öffnen. Was schön ist, sehe ich jetzt gerade, man kann auch die Garderobe und so weiter noch anpassen. Vermutlich nur, wenn wir jetzt zu Hause sind. Mit diesem Filter kann kein Element gefunden werden. Sprich mit Dagobert. Vielleicht hat er, was du brauchst. Ah, okay, also später noch. Okay, Dagobert muss sich dann auch um die Möbel kümmern. Rucksack mit 28 Feldern kaufen. Für 5.000. Oh, das ist aber teuer. Okay. Aber... die herrschaftlichen Geräte. Das Traumschloss. Was haben wir denn noch hier alles gerade? So, das ist unser... Moment. Ach, das rechte ist das Lager. Ernsthaft? Moment, dann müssen wir das nochmal eben mit I öffnen.
So, benutzen. Schwarzes Poloshirt, okay. Nein, benutzen. Roter Rucksack, na gut. So, und das dann auch mal eben öffnen hier. Na? Ein Stuhl. Ein Apfel, also 5 Äpfel. 3 Kekse, die wollten wir auch demnächst noch backen. verkaufen für 373. Verkaufen für 25. Essen. Ist das jetzt die Energie, das Blaue? Ich denke mal, das Blaue ist die Energie. Okay, also das lassen wir erstmal. Können wir mal eben gucken. Garderobe, Oberteile. Genau, da steht nämlich jetzt lockeres weißes Hemd. Ach, die kann man dann direkt umziehen. Wobei das besser aussieht, weil das andere, das ist so komisch kurz. Sonst hatten wir jetzt noch gar nichts. Ach doch, wir können. Ah, das sind schöne Jeans. Ja, die nehmen wir. Das ist cool. Wobei allzu viel, denke ich mal, werden wir nicht haben. Handschuhe haben wir nicht. Gut, Kleider haben wir nicht. Schuhe können wir vielleicht umziehen. Ich könnte barfuß laufen. Okay, wir ziehen lieber Schuhe an. Rücken. Ach so, da ist dann der. Okay, Masken, Hüte. Ohrringe haben wir alles noch nicht. Gut, das ist nicht schlimm. Da gehen wir dann. Anpassen. Ach so. Ah, da kann man dann doch nochmal, wenn man sich irgendwo vertan hat, sich selbst ein bisschen anpassen. Das finde ich gut. Wobei ich im Moment irgendwie, ach so, reinzoomen kann ich nicht. Sie guckt so komisch, finde ich. Also jetzt einen ganz komischen Gesichtsausdruck. Aber gut, können wir hier noch irgendwas machen? Ändern. Das wird wahrscheinlich ein Radiosender sein, aber wir haben das natürlich aus verlassen. Oh je, das sieht wirklich schlimm aus. Kann ich das jetzt hier? Ja, kann ich entfernen. Sehr schön. Hallo? So? Ich muss mal drauf achten. Ich denke, also die Ausdauer geht auf jeden Fall runter. Was haben wir denn hier? Ne? Geht halt rum. So. 50 haben wir jetzt gesammelt. Das ist ein bisschen blöd hier mit der Perspektive. Da ist noch eine Truhe. Okay. Oh. Leute. Hallo. Was ist das bitte für eine Perspektive hier? Kann man das sammeln? Aufheben? Neues Herstellrezept freigeschaltet. Ah, okay. Das können wir auch aufheben. Also wir können quasi mit allem interagieren anscheinend, was es hier so gibt. Karotten haben wir. Heißt das, wir können auch was anbauen oder so? Das wäre natürlich cool. Achso, das haben wir jetzt eingesammelt. Das reicht, wenn wir da durchgehen. So. Was ist hiermit? Das ist alles. Kann man das nicht? Doch, kann man. Ach, das ist zum Ernten. Ah, ich habe eine Gießkanne gefunden. Haha. Gießkanne freigeschaltet. Sehr schön. So, öffne das Werkzeugrad mit Tab. Das schreiben wir uns auch mal direkt auf. Tab mit für Werkzeug. Und wähle die Gießkanne aus. Die Gießkanne kann auch mit 2 gerufen werden. Gieße die Pflanzen und Blumen damit. Okay, mit 2. So. Ja, das können wir jetzt natürlich nicht Samen pflanzen. Das können wir machen. Muss ich das mit rechts oder? Achso, rechte Maustaste. Okay. Ah, der gießt auch direkt beide. Sehr schön. Eins ist dann wahrscheinlich. Ja. Das kann ich nicht wegmachen hier. So. Gründerpaket Basisspiel. Danke, dass du das Gründerpaket Basisspiel gekauft hast. Viel Spaß damit. Keine Ahnung, was das alles ist. Ein neues Oberteil ist noch dabei. Eine Couch. Läuft ab. Bevor du deinen Gegenstand einforderst, solltest du dein Konto mit der Cloud synchronisieren. Mit der Cloud-Sicherung kannst du den Fortschritt mit einer Plattform sicherstellen. Bla bla bla. Trotzdem einfordern. Ja.
Dass du ohne Verbindung zur Cloud fortfahren möchtest. Gründerbasispaket können nur... Ja, dann lassen wir es halt drin. Ich meine, das läuft in 179 Tagen ab. Nicht so schlimm. So, wir werden hier noch ein klein bisschen was aufräumen. Vor allen Dingen werden wir mal kurz neben dem Haus gucken. Da bekommt man auch Geld durch. Okay. Die Pflanze haben wir jetzt genommen. Da ist ein Bäumchen. Das sieht auch gut aus. Beziehungsweise wichtig. Ernten. Ich dachte schon, da ist der ganze Baum weg. Ich habe schon Panik bekommen. Okay. Das ist natürlich super. Einmal öffnen. Was haben wir hier? Wir haben was, was jetzt auf der anderen Seite ist. Na toll. Können wir wieder komplett durch die Gegend laufen. Also die Steuerung ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich... Och, geh doch mal drum herum. Ich weiß nicht, ob ich das einstellen muss, dass der nicht ganz so... Boah. Nicht ganz so schnell reagiert, wenn ich die Maus drehe. Hallo, mein kleines Eichhörnchen. Hat vergessen, wo es hin wollte. Guck mal, ich mache dir den Weg frei. Hallo. Annähern. Oh. Aber ich hab nichts. Das zum Anbauen? Willst du einen Keks? Ich weiß nicht, soll ich dir einen Apfel geben oder was? Keine Ahnung. Löwenzahn. Medizin. Ich schenke dir einen Apfel. Da habe ich so viele von. Ah, oh, das mag mich. Das mag mich. Hallo. Oh, ist das süß. Das können wir aufheben. Okay. Das ist ein riesiger Bereich. Oh, da unten ist schon da, Robert. Jetzt gucken wir mal eben. Ach, das ist doch gar nicht so ein riesiger Bereich. Hier unten ist schon wieder zu Ende hier mit dem Teil. Aber... Oh, aber... Es ist doch ein sehr großer Bereich, so wie es aussieht, den man... Wo man was machen kann. Okay, die Frage ist jetzt, wo finde ich jetzt die Spitzhacke? Ist die jetzt in dem Schloss? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder, weil er meinte... Oh, 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 was ist jetzt los? Ach so, die sind gar nicht. Die kann ich schon ernten. Okay. Das kann ich noch nicht ernten. Na gut. Dann machen wir es so. Okay, das ist cool. Okay. Ja, dann haben wir schon mal das Wichtigste erstmal kennengelernt. Ich denke mal, dass wir hier auch irgendwie... mal ein bisschen renovieren demnächst. Dann haben wir das Wichtigste bisher schon kennengelernt und ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge hier noch ein bisschen aufräumen werden und oder ich mache das vielleicht offline. Ich muss mal gucken. Ich denke mir mal, dass ich diese ganzen Ranken hier, dass ich die offline ein bisschen machen werde und dass ich mit euch dann in der nächsten Folge, ja, mit der Aufgabe auf jeden Fall weitermachen werde. Und ich muss mal gucken, dass ich das mit der Synchronisation mache. Dass ich das schon mal vorbereite, damit ich hier Sachen annehmen kann. Ja, also fürs Erste bin ich auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Ich finde es recht cool, wie es gestartet ist. Was ich sehr, 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 sehr schade finde, dass es erst synchronisiert angefangen hat und dann, ja, nach einem Satz so ähnlich wie bei Lust A kam dann gar nichts mehr. Man musste dann alles selber sagen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich meine, gerade bei jemandem, der so einen großen Namen hat wie Disney, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie es vernünftig gemacht haben. Aber das ist auch das Einzige, was ich jetzt bisher ein bisschen als Kritikpunkt ansehen kann. Ja, das und dass das ein bisschen verbuggt ist, sage ich jetzt mal, bei der Erstellung hier. Also, dass man das nicht alles so einsteckt. Hallo, da bist du ja wieder. Hallo, hallo, hallo. Soll ich dir nochmal einen Apfel geben? Ja. Bist ein kleines, verfressenes Etwas. Ein kleines, verfressenes Etwas bist du. Oh, ach so. Jedes Mal, wenn ich ihm was gebe, dann gibt er mir auch was, so wie es aussieht. Ich habe jetzt was bekommen. Oregano, ein Kraut, das überall im Tal wächst. Ah. Das ist ja cool. Wobei ich vermutlich die herabhängen, wenn sie blühen. Ich sollte wahrscheinlich hier so die Blumen und so, denke ich mir mal... Oh, schon wieder ein Kleidersack. Den könnten wir mal eben öffnen. Benutzen. Zack. Schlichtes türkises Shirt. Gut, das war jetzt grün, aber ist nicht schlimm. So, da müsste ich dann mal die Sachen in die Truhe reintun.
Und da hinten, die Blumen schwitzen gerade oder was? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja irgendwie so viel, was ich hier gerade noch entdecken kann. Entsprechend mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.